Hallo Leute, hier ist mal wieder der Ferdy mit einem kleinen Lightroom-Quick-Tipp für euch. Und zwar geht es dieses Mal um das Bilder aussortieren. Und zwar, ich möchte betonen, explizit nicht Bilder auswählen, also Favoriten auswählen, die ich bearbeiten möchte, sondern es geht hier ums Aussortieren. Das bedeutet, wie bekomme ich über den effizientesten Weg meine Bilder so aussortiert, dass ich Bilder wegbekomme aus der Lightroom-Bibliothek oder generell auch aus dem Dateisystem, die unscharf sind, auf dem die Augen geschlossen sind, auf dem zum Beispiel Körperteile angeschnitten sind, was ich nicht haben möchte, die extrem über- oder unterbelichtet sind oder bei dem irgendetwas anderes nicht stimmt, sodass es klar ist, dass die nicht weiterverwertet werden und ich mich dann nur noch mit den Bildern beschäftige, die wirklich was sind und die in die engere Auswahl kommen, zum Weiterbearbeiten oder an den Kunden weitergeben etc. pp. Und dafür gehe ich hier oben, ich bin jetzt übrigens im Bibliotheksmodul, ich gehe hier oben auf das Fotomenü und jetzt gibt es hier unten einen Punkt, der nennt sich automatisch weiterschalten. Und da den wähle ich an, dass das Häkchen hier gesetzt ist und der bewirkt Folgendes, dass wenn ich eine Bewertung gebe, zum Beispiel eine Sternbewertung, eine Farbe oder eine Markierung, dass automatisch das nächste Bild angewählt wird. Ich demonstriere das mal, ich gebe jetzt hier mal 5 Sterne und schon ist das nächste Bild angewählt. Wenn ich wieder zurückgehe und die 5 Sterne über die Null-Taste entferne, ist auch wieder hier das nächste Bild gleich angewählt. Und das hat ganz einfach einen Zeitvorteil, denn wenn ich jetzt über die Taste X Bilder aussortiere, also wirklich als abgelehnt markiere, so, dann springt er mir aufs nächste Bild. So, ich gehe mal zurück und mache das wieder rückgängig mit der Taste U. So, mit der Taste Enter komme ich in die Vollansicht und jetzt kann ich einfach meine linke Hand meinen linken Zeigefinger auf die Taste X, meinen rechten Zeigefinger auf die Pfeiltaste nach rechts bewegen. Und jetzt kann ich hier durchgehen, abgelehnt, abgelehnt, weiter, weiter, abgelehnt, abgelehnt, weiter, 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 weiter. Ja, und wenn ihr dann, wenn ihr noch die Standardvorschauen vorher berechnet, sodass ihr, ja, die Bilder schon nicht mehr geladen werden müssen, dann geht das wirklich ratzfatz und ich kann innerhalb von weniger als einer Sekunde ein Bild als abgelehnt markieren. Und mit der Pfeiltaste nach rechts eben auf das nächste Bild kommen. Und so habe ich dann, wenn ich wieder zurückgehe mit der Taste G, habe ich hier die ausgegrauten Bilder. Das sind jetzt diese hier und dieses hier. Die habe ich dann als abgelehnt markiert. Und wenn ich nun die Steuerung Rücktaste drücke oder hier über abgelehnte Fotos löschen oder wie gesagt Steuerung Rücktaste, auf das Menü gehe, dann kriege ich nochmal die Bilder angezeigt, die eben abgelehnt wurden und habe jetzt hier die Möglichkeit, diese entweder aus dem Lightroom-Katalog zu entfernen oder zu entfernen und zusätzlich vom Datenträger zu löschen. Ich lasse es jetzt mal, weil mir eigentlich die Bilder gut gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle an die liebe Scarlett, die Model mit auf den Azoren waren und auf diesen Bildern zu sehen ist. Und ja, ich gehe jetzt mal, ich markiere die wieder, um die zurückzusetzen. Aber ich wollte euch, wie gesagt, nur kurz erzählen, wie das funktioniert. Also einfach Foto automatisch weiterschalten aktivieren und dann zack, 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 die Bilder durchgehen, die unscharfen oder mit geschlossenen Augenbilder markieren als abgelehnt und dann über Steuerung Rücktaste die Bilder einfach löschen und schon habt ihr einen aufgeräumten Bilderkatalog und könnt euch weiter damit befassen, welche Bilder ihr nun weiter bearbeitet oder veröffentlichen wollt und habt alle unscharfen und anderen schlechten Bildern aus eurem Katalog entfernt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ich würde sagen, viel Spaß mit Lightroom und dem Bilder aussortieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.